Hi, ich bin's wieder, Lars von All About Samsung, und heute gibt's ein erstes Hands und Eyes-On von Samsungs neuen QLED, in dem Fall dem Samsung Q7 in der Version Flat. Samsung hat auf der CES 2017 in Las Vegas QLED vorgestellt, eine neue Generation von Fernsehern, gerade in Sachen Bildqualität. Was es mit QLED auf sich hat, hatte ich euch in einem anderen Video schon ausführlich gezeigt. Jetzt schauen wir uns kurz vor der Markteinführung der neuen Fernseher in Deutschland das Modell, in dem Fall dem Samsung Q7F, also die Flat-Version des Samsung Q7, etwas genauer an. Meiner Meinung nach dürfte das wohl für den Handel das interessantere Modell sein, einfach da das preislich in einem Rahmen liegt, wo ich sagen würde, das macht sehr viel Spaß. Los geht's. Schauen wir uns also den brandneuen Samsung Q7 hier in der Version F an, also in der Flat-Version. Ich muss allerdings mit Spickzettel arbeiten, weil dafür gibt es einfach zu viele technische Details. Bei den QLEDs setzt Samsung eigentlich auf 3 Punkte. Dafür ist der Spickzettel auch nicht schlecht, um das zu zeigen. Einmal auf Q-Picture, also auf die Bildqualität, auf Q-Style. Das heißt, der ganze Rest um das Gerät, wie sieht das aus, wie ist die ganze Fernbedienung verpackt und so weiter. Und Q-Smart, auch da kommt die Fernbedienung zum Tragen. Nämlich, was kann das Ding eigentlich hinter der Kiste? Also wie sieht es aus mit Prozessor und so weiter? Ich werde jetzt vor allem auf Q-Picture, also auf die Bildqualität eingehen und ein bisschen auf den Q-Style, also wie sieht das Ding überhaupt aus? Den Punkt Q-Smart, also wie funktioniert es mit der One Connect Box? Wie sieht die neue Smart Remote aus? Den zeige ich euch in einem anderen Video ausführlich. Also, der Q7F hier in der Version Flat F, den gibt es auch noch als Q7C, dann Curved. Man hat hier einfach 2 verschiedene Optionen, aber beide sind QLED und beide haben eine wirklich gute Bildqualität. Samsung selber gibt als Bildqualität einen Picture Quality Index von 3100 an. Naja, ist so eine bisschen nichtssagende Zahl, ist allerdings im Detail tatsächlich eins der besten Displays derzeit überhaupt auf dem Markt. Man hat den Samsung Q7F in insgesamt 4 verschiedenen Größen, nämlich 49 Zoll, einmal mit 55 Zoll, einmal mit 65 Zoll und mit 75 Zoll. Allerdings überall mit QLED, aber mit einem etwas niedrigeren Picture Quality Index in der kleinsten, also der 49 Zoll Version. Das Bild jedenfalls weiß zu überzeugen, es sieht wirklich leuchtstark aus und das liegt an dem sogenannten HDR 1500, denn das Panel kann bis zu einer Helligkeit von 1500 Nits hochgeregelt werden. Man will kein ganzes Panel mit 1500 Nit hell haben gleichzeitig, weil dann ist das Ganze zu hell für die Augen und fast etwas anstrengend. Aber wenn es hier so Punkte gibt, zum Beispiel so ganz kleine Akzente, die sehr, sehr hell sind, dann können die relativ hell geregelt werden, während der Rest des Displays dann relativ dunkel ist. Das beschreibt letztendlich HDR 1500 mit bis zu einer Helligkeit von 1500 Nit. Richtig feine Sache, die vor allen Dingen in Sachen Optik gut ist, aber so gut wie hell ist, muss eben auch das Dunkel sein. Und da kennt jeder OLEDs, die sind in Sachen Schwarz perfekt. Das sind halt ausgeschaltete Zellen. Das geht hier nicht, denn QLED ist eine komplett andere Technik. Es ist im Ergebnis eine deutlich verbesserte LCD-Technik. Man setzt beim Q7F auf eine LED, Edge-LED-Beleuchtung, allerdings nur unten. Die wird für das komplette Display genutzt, aber auf eine extrem ausgeklügelte Art und Weise. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Man hat ein perfektes Dimming. Im Ergebnis hat man nämlich das sogenannte Supreme UHD Dimming. Heißt, dass die ganzen LEDs so genau angesteuert werden können, dass man kein Clouding hat oder nur ein absolut minimalstes Clouding und diese ganzen schwarzen Bereiche so dunkel wie irgendwie möglich gehalten werden können. Man hat hier unter hellen Lichtbedingungen den Eindruck, es ist ein OLED-TV, wenn aber, naja, man muss sagen, nur in Sachen Schwarz, denn man hat hier extrem helles Licht und ein OLED wäre einfach nicht so hell. Und hier hat man dazu eben auch noch die 1500 Nits. Als Bild-Engine, also als den ganzen Controller, der die Edge-LED und das Ganze dann verarbeitet, hat man hier die sogenannte Q-Engine. Samsung setzt das Q letztendlich vor so ziemlich jedes Feature der neuen Q-LEDs. Ich finde auf jeden Fall das Ergebnis extrem gut gelungen, muss allerdings auch sagen, dieses ganze Schwarz, das ist vor allen Dingen auch so gut dadurch, dass die Reflexionen etwas gedimmt wurden. Man hat hier einen speziellen Filter über dem Bildschirm. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass einfallendes Licht direkt wieder zurückwirft. Und deswegen, wenn man hier vorsitzt, die Reflexionen von dem Licht, was hier irgendwo von der Seite drauf kommt und so weiter, für das Auge gar nicht so sehr sichtbar sind. Das hilft eben auch, wenn man abends vor dem Fernseher sitzt oder so und dann irgendwo eine Leselampe hat, ist das Ergebnis dann nicht irgendwo ein spezieller, extrem hell leuchtender Punkt, sondern das ist deutlich, deutlich dezenter. Jetzt noch zum Thema QLED. Was heißt denn eigentlich das Q auch? Das sind die sogenannten Quantum Dots. Das habe ich euch in einem anderen Video schon ausführlich erklärt. Jetzt nur ganz kurz das Wrap-up. Im Ergebnis hat man eine Hintergrundbeleuchtung, hier unten eben diese Edge-LED. Vor der liegt dann ein spezieller Filter von Halbleitern. Das sind die sogenannten Quantum Dots. Die hat Samsung stark verbessert und die sorgen dafür, dass die Hintergrundbeleuchtung
ein extrem weißes Weiß erzeugt. Ein sehr reines Weiß, und dieses reine Weiß wird dann durch einen Farbfilter geschickt und das Ergebnis sind perfekte Farben und das eben auch in einer sehr, sehr hohen Helligkeit. Also wenn wir hier eine Helligkeit haben von 1500 Nit, dann hat dieser Q7 ein sogenanntes 100%iges Color Volume. Also selbst bei 100%iger Helligkeit, also 1500 Nit, sind die Farben perfekt naturgetreu. Das ist bei anderen Modellen eben nicht der Fall, weil die haben nicht dieses Color Volume, also nicht die perfekte Helligkeit und perfekte Farbwiedergabe gleichzeitig. Finde ich hier sehr, sehr interessant. Dafür sind die Quantum Dots einfach eine Hausnummer und insofern meiner Meinung nach auch OLEDs deutlich überlegen, weil da ist das Color Volume, also die perfekte Farbwiedergabe, bei hohen Helligkeiten einfach nicht der Fall. Das kann OLED nicht so gut, das können die neuen Samsung QLED besser. Neben dem perfekten Bild muss der Samsung Q7F natürlich auch sonst richtig gut aussehen. Wenn man sich schon QLED in die heimischen vier Wände holt, muss das Ganze passen. Deswegen setzt Samsung rundherum auf einen richtig schlanken Rahmen. Das kann man hier gerade, wo dann Licht ist, sehr gut sehen. Man hat hier gerade mal einen Rahmen, der ist so, ja, ich würde mal sagen, 8-9 mm oder so schlank. Und man setzt auf einen relativ reduzierten Standfuß. Das hier ist Edelstahl und das Ganze nennt sich dann Zero Simple Edge, weil das hier so eine leichte, ja, Kante ist. Man hat ja halt einen kompletten Rechtwinkel, würde ich ungefähr sagen, unter dem Gerät. Das ist einfach ein sehr schlankes Design, ein bisschen anderes Statement auf jeden Fall auf der Front. Ansonsten hat man hier natürlich das Samsung-Logo. Das war's. Die Front ist extrem reduziert. Samsung bietet beim Q7F ein sogenanntes 360-Grad-Design an. Das soll heißen, der ist nicht nur vorne schick, sondern auch hinten. Er ist an den Seiten sehr, sehr flach. Das sieht gut aus, aber wenn man den dann dreht, dann sieht der eben auch gut aus. Denn Samsung sagt, wer sich einen QLED ins Wohnzimmer holt, der möchte vielleicht das Ding auch freistehend haben, dass die Rückseite gut aussieht. Hier setzt man, ich würde sagen, auf Kunststoff, aber es ist, ihr seht es, leicht texturiert. Man hat hier so leichte Rillen drin. Das fühlt sich auf jeden Fall hochwertig an und es sieht hochwertig aus. Und das macht Samsung mit einem Trick. Denn normalerweise, wenn ihr einen Fernseher von hinten anguckt, dann seht ihr auf dem Fernseher von hinten einfach extrem viel Kabelgedöns. Logisch, irgendwo muss ja das Anschlusskabel hin. Ich hatte euch eben kurz den Punkt Q-Smart erwähnt. Die ganze Technik steckt zwar hier drin, aber Samsung hat die Technik auf die beiden Seiten verlagert. Hier in der Mitte ist vor allen Dingen die Halterung für den Standfuß. Und daran hängt also der Prozessor und so weiter, die hängen an den Seiten. Die ganzen Anschlusskabel, die man braucht, vielleicht für DVD-Player, Xbox, PlayStation 4, SAT-Receiver und so weiter und so fort, werden aber nicht hier angeschlossen, sondern die leitet Samsung über eine sogenannte One Connect Box weiter. Die habe ich euch in einem anderen Video ausführlich gezeigt. Mit der One Connect Box, da kann man alles anschließen und dann leitet ein optisches Kabel in den Samsung Q7F. Und dazu braucht man natürlich noch ein Stromkabel und wenn das hier hängen würde, sähe das immer noch schlecht aus. Und deswegen nützt Samsung einen Trick. Wenn ich nämlich jetzt mal hier die Oberseite von dem Standfuß abnehme, seht ihr hier drunter, ist ein Teil des Standfußes aus Kunststoff. Und dann werden die Kabel, die sind hier drunter versteckt, dort angeschlossen, dann in den Standfuß geleitet, dann aber mit so kleinen Plastikblenden komplett versteckt. Und diese Lösung finde ich tatsächlich extrem gut gelungen, weil dadurch die Rückseite des Smart TVs komplett perfekt aussieht. Also der QLED oder QLED Q7 hat hier einfach nur ganz am Ende des Standfußes zwei Kabel, die rausgehen, wenn man das Ganze jetzt relativ einfach so einmal verblendet. Und die Lösung ist einfach, aber extrem schick gelungen, finde ich. Wenn man das hier nämlich jetzt draufschiebt, seht es, ist es auch einfach. Und ich kann dann die ganzen Kabel, die ich sonst irgendwo im Weg habe, so komplett verstecken und habe so eine in sich geschlossene Rückseite ohne rumhängende Kabel. Und die einzigen Kabel, die man dann noch sieht, sind, ihr seht sie hier, die führen dann in den Schrank. Und wie genau das dann im Schrank funktioniert, tja, das zeige ich euch in einem anderen Video ausführlich. Man kann nämlich tatsächlich alles so steuern, dass man alles im Schrank verstecken kann, ohne dass noch irgendein Gerät, also kein Receiver oder sonst irgendwas noch sichtbar ist, finde ich wiederum extrem clever gemacht. Man muss aber auch ein bisschen über die Technik reden, die hier unter der Haube ist. Was genau für ein Prozessor, sagt Samsung nicht. Er hat auf jeden Fall ordentlich Power, denn dieses 4K-Panel wird komplett befeuert und man hat aber auch das Upscaling, also auch niedrigere Inhalte, die vielleicht nur Full-HD-Auflösung oder HD-Auflösung haben, werden dann auf 4K-Auflösung hochgebracht und man hat dazu dann noch diese ganzen üblichen Verbesserungstechniken und das braucht schon eine gewisse Rechenpower. Der Smart Hub, den zeige ich euch in einem anderen Video ebenfalls etwas genauer, der hat da auch eine relativ gute Performance. Also er öffnet sich schnell, man kann da schnell durchscrollen. Wichtig ist aber noch zu wissen, dass hier unter der Haube 40 Watt Speaker sind. Man hat hier also einen vernünftigen Ton, auch wenn das Gehäuse jetzt zu den Rändern relativ schlank ist. Und man hat hier auch Dual Tuner drin, und zwar sowohl von DVB-T2 als auch von DVB-S2 als auch von Kabel. Also man kann sowohl Kabel, DVB-T, die neue Generation mit HEVC, als auch eben die Satellit anschließen.
schließen und das Ganze dann an die One Connect Box, die irgendwo in den Schrank packen und dann alles hier so schön in sich geschlossen in das Wohnzimmer stellen. Finde ich optisch auf jeden Fall extrem gut gelungen. Das war also unser Hands-on Eyes-on von Samsungs neuen QLED Q7F. Ich finde das Ding sehr, sehr spannend. Ich bin außerdem sowieso mal gespannt, wo da der Kunde eher zuschlagen wird. Ob beim Q7F, den wir uns jetzt angeschaut haben, oder beim Q7C, also der Curve-Version des Q7. Das wird man sicherlich nicht ganz sehen können, weil es eben auch noch den Q8C gibt als Curve-Version. Der Q9, also das absolute Flaggschiff, den gibt es wiederum nur als Flat-Version. Beim Q7, dass es da beide Versionen gibt, ich bin wirklich mal gespannt, wie da der Handel reagiert. Die Bildqualität ist auf jeden Fall hervorragend, die 40-Watt-Speaker auch und ich finde das Design wirklich Bombe. Gerade dieses Kabelmanagement ist eine richtig feine Sache. Wie genau das dann mit der Smart Remote und der One Connect Box funktioniert, das zeige ich euch in einem anderen Video ausführlich, ist in meinen Augen eigentlich die spannendste Innovation bei diesen ganzen QLEDs neben dem Bild. Einfach weil dadurch die ganze Bedienung wunderbar ist. Ich hoffe, das Hands-on Eyes-on hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Samsung Q7 habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin der Lars von All About Samsung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.